erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt hier in Auftrag genommen worden bist. Das ist jetzt über längere Zeit gewachsen. Guter Bekannter von mir, für den ich schon viel gezeichnet habe, der Michael Lehmann, also der Lehmichel, hat mich gefragt, ob wir sowas auch machen könnten, mal was nicht lustig ist zusammen. Und habe gesagt, freilich, ich habe da riesen Interesse dran, weil das auch Arbeiten sind, die ich sehr, sehr gerne mache. Einfach mal ausprobieren, ob das gelingt und auch mal eine andere Aufgabenstellung und das Technische darstellen sowieso, ne, gerade das alte Auto. Und dann ist es ja noch so, dass es ein extrem spannendes Projekt ist. Also das gerade dieser Horch 14, 17, das ist schon was mich selber extrem anprickelt, das Ganze. Es ist generell eine Riesenehre für mich, wenn die Leute meine Bilder an der Wand hängen haben. Und dieser Gedanke hier, dass ich ausgewählt worden bin, dass es als Dankeschön für die ganzen Sponsoren, die das ganze Projekt unterstützt haben, dass ich das sein darf und dass das auch das Horchmuseum für akzeptabel hält, dass ich das mache, das freut mich schon sehr, muss ich sagen. Ne? Und ja, ich bin gespannt, aber ich denke, das wird schon gut ausgehen, das Ganze. Nun ist ja das Rohmaterial, was ich hier so vor uns auf dem Tisch liegen sehe, da sehe ich, dass das so in etwa A2 ist, DIN A2. Ja, ist korrekt. Und das DIN A2, das wird ja kleiner. Inwieweit bist denn du jetzt überhaupt mit so einer Skizze erstmal beschäftigt, bis die in A2 hier fertig sitzt? Also das ist natürlich der ganze Teil, den man bei der fertigen Zeichnung nicht sieht. Also es ist so, natürlich, sag mal, ist es einfacher, die Sache größer zu zeichnen und dann es als Kunstdruck kleiner auszudrucken. Dadurch werden eventuelle Fehler ja nicht größer, sondern die Detaildichte wird besser. Es sieht eigentlich immer attraktiver aus, wenn man es so rumgestaltet, das Ganze. Es sind viele Skizzen gewesen bei der Findung des Ganzen. Und hier, was für mich untypisch war, normalerweise kriege ich den Auftrag, mal was, dann denke ich drüber nach, finde was cool und das male ich dann. Und hier war es genau anders. Ich musste meine Vorstellung einem Gremium vorstellen und die sagten, ja oder nee. Und das war natürlich, habe ich gedacht, aber es hat super funktioniert. Ich habe 3 Entwürfe gemacht, wie man es umsetzen kann, habe recherchiert. Der Gedanke war ja, wäre ein fiktives Werbeplakat, wie hätte man den ersten Horch 14, 17 zu seiner Zeit vermarktet? Und es gibt diese herrlichen Autoplakate aus dieser Zeit. Und in dieser Zeit etwas zu schaffen, was wirkt wie ein Kind dieser Zeit und was das Auto beinhaltet und etwas, was zu dieser Zeit authentisch war. Und da ist unter anderem sind die Alpentouren, wo Horch ja diese, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber ich sehe die Bilder vor mir. Internationale Alpenfahrt. Ne, wo die Autos sozusagen bewiesen haben, dass sie das können, dass die Bremsen das halten. Also wie eine Art technische Reife, ob das funktioniert oder nicht. Und das war der eine Gedanke. Natürlich musste es immer Frauen mit drin sein, weil ich glaube, Autos und Frauen und das, was sich Männer dabei denken, ist das, was schon immer irgendwie eine Rolle spielt bei der Anschaffung eines Fahrzeugs. Der Urlaubsaspekt, was kann ich damit haben? Das war der zweite Entwurf. Und dann ist 1904... ich glaube, in Michigan noch eine Weltausstellung gewesen. Und das war der dritte Entwurf gewesen. Und ausgewählt worden aus den Ganzen ist dann die Alpenvariante. Ich muss gestehen, ist auch das Bild, was ich als erstes gemalt hatte. Das finde ich immer ganz spannend, dass das ganz oft so ist, dass was mein eigener Favorit ist, dass das dann auch ganz oft genommen wird. Ja. Aber wenn man zum Beispiel Weite darstellen will, dann ist es gut, wenn man jetzt zum Beispiel die Alpen oder ein fiktives Gebirge im Hintergrund hat, dass dann Höhe und Weite transportiert werden kann und da braucht man Großzügigkeit. Und wenn man die Alpen in ein waagerechtes Bild presst und dann das Auto noch in Szene setzt, dann verliert das einfach an Kraft und Tiefe. Und deshalb ist für dieses, sagen wir mal, Arrangement das Senkrechte eindeutig besser geeignet. Insgesamt, wie viele Stunden schätzt du mit Kundenantwort, mit Vorstellung vom Gremium, bis dann die Drucke, die bringst du sicherlich ja auch selbst vorbei, von der Druckerei ganz frisch dann zum Förderverein. Wie viele Stunden werden da vergehen? Oh, ich habe das bis jetzt selber tatsächlich mir nicht notiert. Ich werde bei dem Projekt von der Stundeneinzahl nicht rauskommen.
Also das heißt, ich habe das wie ein ganz normaler Handwerker kalkuliert. Ne? Ich habe gedacht, okay, ich jetzt mal angenommen, nur um meine Zahl hinzuwerfen, für so ein Projekt plane ich 50 Stunden ein und dann arbeite ich vor mich hin. So, und manchmal komme ich raus, manchmal nicht. Hier in dem Fall wird es so werden, dass ich zeittechnisch drauflege. Aber das ist so ein spannendes Projekt. Ich habe bis jetzt sehr interessante Menschen kennengelernt. Ich habe einen tiefen Einblick in etwas bekommen, was mit meiner Welt sonst nichts zu tun hatte. Bin ich jetzt schon dankbar drüber. Und ansonsten, um eine Zahl zu nennen, ich würde wahrscheinlich sagen, die reine Zeichenzeit, nach der hast du ja nicht gefragt, die reine Zeichenzeit bei so, wenn immer wenn Autos mit drin sind, dann sind es schon 40 Stunden reine Zeichenzeit, Bleistiftzeichnung. Dann kamen hier diese Entwurfskizzen noch dazu, die müssen ja auch separat umgesetzt werden, das war in der Kalkulation gar nicht bedacht. Und ich sag mal, 80 Stunden, ich weiß nicht, ich hätte mir den Spaß machen müssen, ich hätte es von Anfang an ein bisschen aufschreiben müssen, aber das kann ich hier nicht umsetzen. Da ist auch viel Idealismus dabei, weil ich einfach auch riesen Bock auf diese ganze Aktion habe. Mhm. Das ist so ein bisschen das Hinterhältige an der Zeichentechnik. Es ist auch möglich unwahrscheinlich genaues Arbeiten und zügiges Arbeiten. Aber du brauchst wie ein Drehbuch und du musst sehr diszipliniert arbeiten, weil sonst ist es einfach nur im Eimer und du musst von vorne anfangen. So, und dieser Himmel kann ruhig über die Berge mit drüber gehen, weil wenn die Berge im Hintergrund sind, ist sowieso ganz viel Atmosphäre dazwischen, deshalb ist es auch viel blasser, wenn das weiter weg ist. Dann ist, muss man wissen, der Himmel oben, es sei denn, es sind spezielle Wetterlagen, der Himmel oben viel dunkler als unten. Zwischendurch gucke ich immer, ob die Düse funktioniert, dass sich nicht irgendwo vorne an der Düse so mal ein Farbtropfen gefangen hat, der mir dann mit einem Mal aufs Blatt platzt und dann habe ich dort solche Sprenkel drauf und es wird unsauber. Und das habe ich mir aufgehoben, weil ich das dann für das Positive am Schriftzug wieder brauche. Das klebe ich dann wieder drauf und dann sprühe ich dann die Farbe in den Schriftzug. Und weil das auf die Art und Weise 100% passt, habe ich mir es aufgehoben. Ja. Ne? Also hier soll es von der Struktur her, von der Farbe her hingehen und in der Tiefe die Alpen. Also es ist ein Fantasiegebirge. Ne? Also es gibt diesen Berg tatsächlich nicht. Ich habe hier aus kompositorischen Gründen, ich sehe mal zu diesen hier vorne, das ist im goldenen Schnitt oder im goldenen Schnitt, dann hier eine Spitze gebraucht, die dann mit dem Horschriftzug harmoniert. Deshalb wäre hier eine andere Bergform gar nicht so spannend gewesen. Die Spannung entsteht tatsächlich dadurch, dass das hier spitz ist. Wenn das weg ist und runterberg wirkt, hat das nicht mehr die Kraft. Ja. Also jetzt hier. Und die Farbe, auch die mit dem Pinsel aufgetragen wird, die lässt sich dann rausradieren. Es ist nur so, dass das dann natürlich deutlich länger dauert, bis das fest ist und bis das trocken ist, das Blatt, bis ich dann wieder drüber gehen kann. Ich habe gemalt und nach Feierabend, dann ist es dann meistens dunkel, habe unter künstlichem Licht gearbeitet und dann guckst du am nächsten Tag die Bilder an und stellst fest, nö, stimmt nicht. Dann ist es einfach zu gelb oder irgendeine Farbe fehlt, halt die Farbe, die das Eigenlicht eben nicht mitbringt. Und deshalb sind das Tageslichtlampen und das ist ganz wichtig. Ja. Ich bezeichne meine Maltechnik als eine Acryl-Mischtechnik. Aquarell wäre es. Aquarell gibt unwahrscheinlich gute Möglichkeiten, aber dann muss man mit der Zeichentechnik arbeiten. Das heißt, nasses Blatt und dann die Farbe so schön saugen lassen, dann das Blatt trocken werden lassen und dann die Details mit ganz trockenem, auf ganz trockenes Papier malen, dass es nicht mehr so schön saugt. Und das ist halt Aquarell. Aquarell ist ganz schwierig. Das hier ist eine Acrylmischtechnik und ich habe Acrylfarben, also ich habe diese von der Firma Schminke. Das sind Farben, die lassen sich hervorragend mit dem Airbrush versprühen und lassen sich hervorragend mit dem Pinsel vermalen. Und die sind hochlichtecht, sind ganz feine Pigmente. Das ist eigentlich das Beste, was man auf dem Sektor bekommen kann. Und ja, damit habe ich jetzt, ich vergleiche das gern wie Musik. Wenn man mal gelernt hat, Klavier zu spielen, dann kann man das Stück auf diese Art und Weise, sagen wir, interpretieren, oder wenn man dann eine Gitarre hat, dann klingt es halt so.